Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute filme ich meinen Schultag und morgen auch, weil morgen habe ich Sportfest, aber da kommen wir halt später zu. Ich wollte einfach mal so einen Schulvlog machen, weil heute auch relativ viel passiert. Und zwar unter anderem habe ich eine mündliche Prüfung zum ersten Mal in meinem Leben. Vor der ganzen Klasse auch noch. In Englisch. Ich muss einmal ein Bild beschreiben über Australien. Jeder einzeln. Vor der ganzen Klasse. Und dann in Dreiergruppen diskutieren über zum Beispiel Tattoo haben, ja, nein, Argumente, warum nicht, warum ja. Ja, und das alles halt spontan. Also wir haben 10 Minuten Zeit, um das davor zu lernen und dann vor der Klasse halt die ganze Zeit vorzutragen, und wir haben 2 Stunden. Ich glaube nicht, dass wir fertig werden, weil jeder muss einmal einzeln nach vorne, dann nochmal jede Gruppe. Plus jeder hat davor ja einmal vor dem Bild beschreiben 10 Minuten Zeit und in der Gruppe dann glaube ich nochmal 15 Minuten davor Zeit, um das zu üben. Deswegen glaube ich nicht, dass das 2 Stunden lang hinhaut. Aber gut. Ich habe jetzt gerade mein Gesicht eingecremt. Das Einzige, was ich heute auch mache, ist einfach nur mein Gesicht eincremen mit Sonnencreme und so einer Vitamin-C-Creme und meine Augenbrauen hochbürsten, weil die sind überall, nur nicht da, wo sie sein sollen. Dann steht noch an, dass ich heute eine Freistunde habe, obwohl das eigentlich bei uns gar nicht sein kann, dass wir mitten am Tag eine Freistunde haben. Eigentlich haben wir immer Vertretung dann. Aber so wie es aussieht, haben wir heute Freistunde. Ich habe erstmal die beiden erstmal schon Spanisch, dann halt die mündliche Prüfung und ich habe wirklich so Angst. Dann Deutsch, Mathe ist durchgestrichen, also ich habe keine Mathe. Aber dann habe ich wieder Englisch. Also extra Stunde Englisch. Für die, die im besseren Kurs sind, da haben wir irgendwie noch komischerweise 2 extra Stunden, anstatt die, die schlechter sind, aber ist ja auch egal. Ja, also dann hätte ich von 12.25 Uhr bis 14.15 Uhr Pause, anstatt von 13.10 Uhr bis 14.15 Uhr. Also halt fast 2 Stunden. Und ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich in diesen 2 Stunden machen soll. Ich habe erst geplant, in die Mediathek zu gehen. Die hat aber zu. Die öffnet erst um 14.30 Uhr. Zum ersten Mal wollte ich da hingehen und ein bisschen lernen, aber hat zu. Jetzt gucken wir mal, was wir machen. Ich nehme euch mit in die Schule. Ich schwimme natürlich nicht in der Schule, aber halt dann in der Freistunde, um euch zu zeigen, was ich mache und euch zu berichten, wie meine mündliche Prüfung war. Ja. So Leute. Schule aus, hab jetzt Pause, ich bin jetzt bei Real und hol mir was zu essen und zu trinken. Und ja, ich erzähle euch gleich, wie das alles war. Ich laufe jetzt erstmal zu der Abteilung, wo es Trinken gibt. So Leute, ich sag's euch, es ist so schwer hier zu filmen, weil ich nirgends meine Kamera abstellen kann. Aber ich habe mir einen Eiskaffee geholt. Oh Gott, ich habe auch Angst, dass die ganzen Leute kommen. Und was zu essen. Einmal ein Croissant und eine Laugenstange. Also wir haben gerade 12.51 Uhr, bis die anderen Pause haben, dauert noch ein bisschen. Und zwar ungefähr so 25 Minuten und dann gehe ich gleich auch zurück in die Schule, weil ich da mit Miko dann mich in die Mensa setze und ein bisschen was lerne. Oder noch meine Deutschhausaufgaben mache. Und ja, aber jetzt setze ich mich erstmal hier hin, esse und trinke das und heute ist echt wieder gutes Wetter. Ich versuche jetzt hier irgendwie gut zu filmen. Ich hoffe, ihr hört mich auch wegen dem Wind. Auf jeden Fall zu meiner mündlichen Englischarbeit. Ich hatte die ganze Zeit so unglaublich Angst. Wir haben so Gruppentische ganz nach vorne gemacht und dann waren halt immer die jeweiligen Gruppen, die da vortragen mussten, und zwar einmal halt ein Dialog zu den Themen Alkohol trinken, Tattoo, Piercing haben, ausziehen, und dann sollten wir halt
damit diskutieren mit solchen Themen. Einmal, dass das Kind das halt möchte und die Mutter dagegen ist und der Vater halt zum Beispiel dafür. Und dann halt so Argumente haben. Und dann sollten wir, dachte ich eigentlich, so ein Bild beschreiben, ganz alleine vor der ganzen Klasse, wie so ein Referat. Aber als wir dann da saßen im Gruppentisch, wo wir diesen Dialog machen mussten, hat jeder Einzelne so ein Bild bekommen, so ein schwarz-weißes Bild über Australien oder halt ganz verschiedene Themen, was man da sehen kann und sowas. Und das sollten wir halt beschreiben. Aber jeder halt für sich, also ich saß zu dritt am Tisch, ich habe ein Bild bekommen, hab das dann beschrieben und die Lehrerin saß halt direkt daneben. Die anderen haben eigentlich nur geredet oder waren am Handy. Das heißt, die haben mir nicht mal richtig zugehört. Das war sehr gut, weil ich möchte nicht, dass die ganze Aufmerksamkeit dann auf mir liegt. Weil da einfach gerade so viele Menschen kamen, wie jetzt gerade auch. Deswegen musste ich wieder die Kamera ausmachen, weil hier ist ein Weg und die können hier alle fahren. Das ist voll peinlich, wenn ich dann hier mit meiner Kamera so stehe. Auf jeden Fall hat jeder, bevor er dran war, einen Text bekommen, wo halt das Thema drauf stand, das war auch spontan, wir mussten es ziehen, unser Thema. Und dann hatten wir 5 Minuten Zeit, uns dazu Informationen zu machen und dazu darüber noch zu reden. Und dann waren wir auch dran. Und ich muss sagen, es war eigentlich sehr gut. Wir haben uns die Notizen gemacht. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, weil die Diskussion war sehr gut eigentlich. Und dann haben wir noch spontan so Argumente gesagt und das fand die auch sehr gut. Und halt mit meinem, ich gucke immer, ob da Leute kommen. Und auch mit meinem Bild, das muss ich halt beschreiben. Es war zwar schwarz-weiß und auch ein bisschen schwer, weil ich hatte so ein doofes Bild. Aber das habe ich auch eigentlich ganz gut hinbekommen, weil ich so Sätze im Kopf hatte wie Picture, on the left, on the right background und so. Hatte ich alles schon parat, deswegen war das ganz gut. Und ja, sie meint auch, dass das gut war und dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und ja, deswegen bin ich froh. Und ich dachte wirklich, es wird schwerer, als ich dachte. Ich hatte so Angst, dass ich zu aufgeregt bin und die ganze Zeit so sage, aber es war eigentlich gut. Und ja, ich merke momentan, dass ich immer offener werde, schon bei der Präsentation und dann allein schon bei der mündlichen Prüfung. Also ich verbessere mich mit meiner Introvertiertheit und werde hoffentlich irgendwann noch extrovertiert, ihr wisst schon, was ich meine. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie mein Blatt aussah. Ich habe hier so ein Blatt machen dürfen, also so wie so ein Spicker. Den habe ich immer noch behalten. Und der sieht ungelogen nur so aus. Wir hatten einen Dialog und mein Teil war zu sagen, das Einzige, was ich gesagt habe, war "No, that's not good for your health." Dann "My parents don't allow me alcohol because stupid things can happen." Und dann "No, I don't do it. I go home." Ja, das war's. Mehr habe ich auch nicht gesagt. Wir waren halt zu dritt, deswegen war das ein bisschen aufgeteilt. Wir mussten das halt so machen, dass eine halt uns... Also, wir waren 3 Freunde und die eine wollte Alkohol trinken und musste uns dazu überreden. Eine hat sie überreden bekommen und eine nicht. Und das war dann ich. Das war meine Rolle. Ja, das wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen. Und viele wissen ja, ich arbeite mit meinem iPad ganz, ganz viel. Und wir lesen momentan das Buch von Chick und machen dazu halt so ein Arbeitsheft. Wir haben so ganz, ganz, ganz viele Aufgaben dazu bekommen und die müssen wir halt beantworten, während wir das Buch halt machen, Charakterisierungen machen, Mindmaps erstellen, Inhaltsangaben schreiben, Fragen beantworten, erklären, wie was war, wie was passiert ist und sowas. Also ganz viel. Und das wird dann benotet. Das muss ich nächste Woche schon abgeben. Ich bin aber ganz gut eigentlich dabei. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe einen extra Ordner dafür gemacht. Und ich mache das übrigens auf GoodNotes. Hier schon ganz viel dazu bearbeitet. Ja, ich bin jetzt bei den Kapiteln 12 bis 8, bin da aber auch schon fast fertig. Das heißt, ich bin mit dem zweiten Arbeitsblatt fertig. Ich kann euch auch mal zeigen, wie die Aufgaben so aussehen, weil ich glaube, das kann man sich gerade nicht vorstellen. Also, das ist wirklich komplett vollgeballert. Das ist das erste Blatt, das habe ich schon fertig, die ganzen Aufgaben. Und das ist gerade das zweite Blatt. Und da bin ich gerade hier, also auch fast fertig. Und dann gibt es
noch eine Seite und dann gibt es noch eine Seite. Also ein bisschen ist noch zu tun, aber ich schaffe das ganz gut, glaube ich. Ich komme damit gut zurecht. Und heute haben wir auch was in Spanisch aufbekommen. Das lasse ich mir direkt mal schicken von Beritan, von der Freundin. Wir müssen nämlich in Spanisch als Arbeit einen Podcast aufnehmen. Und da sind wir auch in einer Dreiergruppe und da müssen wir halt über so ein Interview schreiben. Und es kommt eine Austauschschülerin aus Valencia und wir sind halt wir müssen halt interviewen für unser Podcast und da müssen wir halt so über Tagesablauf ausfragen, über ihr Leben und sowas, halt alles auf Spanisch und erzählt halt die Aussprache, da müssen verschiedene Verben rein und sowas alles. Genau. Das ist auch eigentlich ganz gut, da sind wir auch ganz gut bei. Ich bin nicht die Austauschschülerin, das ist Beritan, ich bin ein Interviewer. Und ja, das planen wir auch. Da haben wir auch, glaube ich, bis zum 1.6. Zeit. Jetzt auch schon direkt gelesen. Ich glaube, sie schickt mir das jetzt. Das muss ich nämlich auch abschreiben, weil sie meinte, jeder von uns dreien muss das alles abgeschrieben haben, damit wir es immer haben, wenn jemand krank ist. Und ich muss sagen, sie hat es mir geschickt. So sieht's aus. Haben wir in bunt gemacht. Das Grüne bin ich, das Grüne muss ich sagen. Und das ist erstmal die Einleitung. Also da kommt noch ein ganz langer Teil. Wir müssen so um die 3 bis 5 Minuten reden. Und wir haben das mal geredet und den Timer gestellt. Und wir haben eine Minute gehabt. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall noch ordentlich was reinpacken. Aber wie gesagt, wir haben in der Schule noch 5 Stunden Zeit dafür. Und dann müssen wir es halt auch irgendwann aufnehmen. Und dann hört sich das an und das wird dann halt als Arbeit benotet. Und ich muss sagen, dass wir jetzt so viel mündliches Zeug machen, zum Beispiel hier der Podcast, dann mit dem Buch, dann in Englisch mit der mündlichen Prüfung, finde ich viel, viel besser als mit den Arbeiten, wo wir so 5 Seiten haben und die halt in 2 Stunden bearbeiten müssen. Ich finde das so einfach viel besser und das ist für mich auch eine bessere Chance, eine bessere Note zu haben, weil irgendwie liegt mir sowas mehr. Ich weiß nicht, ich kann sowas irgendwie besser. Und ja, übrigens, was ich euch noch sagen wollte, ich war ja heute in der Freistunde, die ich hatte, alleine und es war ein bisschen lost. Ich habe mich ein bisschen lost gefühlt. Eigentlich bin ich nie so alleine und heute war ich so das erste Mal alleine in der Pause. Zwar nur eine Stunde, die andere Stunde war ich mit Miko. Aber es war schon ein bisschen, ich wusste nicht, wohin mit mir. Deswegen habe ich mich einfach halt auf eine Bank gesetzt, mein Essen gegessen und dann am Ende in die Mensa gesessen und da ein bisschen an meinem iPad noch was gemacht, aber ich habe mich schon lost gefühlt. Also was macht ihr denn so, wenn ihr so alleine seid in der Pause? Weil ich glaube, das passiert auch sehr vielen, weil ja, ich glaube einfach viele sind alleine und das war jetzt nicht so cool, aber ich meine, das habe ich jetzt überlebt, ne? Es war jetzt nicht so schlimm, aber es geht einfach darum, dass ich mich so lost gefühlt habe. Ich habe mich die ganze Zeit so beobachtet gefühlt, als dürfte man nicht alleine sein. Das war ein bisschen gruselig. So, es ist jetzt der nächste Tag und es ist Sportfest von der Schule aus. Ich bin vor 20 Minuten oder so aufgestanden und ich muss eigentlich jetzt schon los, aber ich muss noch ganz schnell so ein Zettel machen, wo mein Name draufsteht und meine Klasse. Weil ich weiß noch nicht ganz genau, was wir machen, aber ich glaube, wir müssen einfach, also ich weiß nur, dass wir joggen müssen. Große Runden. Eine Runde ist einfach 1,7 Kilometer. Und wir haben 2 Stunden Zeit irgendwie. Mal gucken, ich werde euch dann später mal sagen, wie es so war. Ich mache jetzt erstmal diesen Zettel hier. Ich glaube, die Hälfte hat diesen Zettel vergessen. Egal, ich muss jetzt auch los, hier den Zettel. Eigentlich dürfen wir nichts mitnehmen, aber ich nehme mein Handy trotzdem mit. Und mein Schokoticket, weil ich da mit dem Bus hinfahre. Und dann sehen wir uns gleich und ich werde euch berichten, wie es war und was wir machen mussten. So, Freunde der Sonne. Ich bin zurück und es hat echt lange gedauert. Wir haben jetzt 11 Uhr irgendwas. Und ich habe mich gerade geschnitten.
Deswegen blute ich auch gerade. Aua. Auf jeden Fall war es so anstrengend. Eine Runde war wirklich so lang. Durch den ganzen Wald 1,6 Kilometer. Und wir hatten 90 Minuten Zeit. Und ja, man konnte halt durchrennen oder durchspazieren. Ich habe halt so beides gemacht. Mal so, mal so. Und ich habe 5 Runden am Ende gehabt. Ich sollte eigentlich noch eine Runde machen. Aber da hatten wir nur noch 5 Minuten Zeit, also bis 15:45. Und hat sich einfach nicht gelohnt, weil eine Runde, wenn man gelaufen ist nur, hat es 25 Minuten gedauert. Also es war echt krass lang. Oder länger, keine Ahnung, kann ich gerade echt nicht einschätzen. Es war auf jeden Fall ein langer, langer Weg. Und an jeder Ecke waren Lehrer. Aber die haben mich da früher gehen gelassen wegen meinem Bus. Dann hätte ich meinen Bus um 5 Minuten verpasst. Deswegen durfte ich früher gehen. Um 5 sind eigentlich okay. Ich verstehe zwar nicht, warum die 9er 10 Runden machen müssen und die 10er nur 7 für eine 1, aber naja. Ja, ich bin komplett verschwitzt. Ich gehe jetzt auch direkt duschen, weil ich wollte halt eigentlich ins Gym, aber ich lasse das für heute, weil ich bin so kaputt. Ich gehe dann morgen, weil morgen habe ich eh nichts zu tun. Und ja, deswegen ruhe ich mich auch heute aus, weil wirklich, es war sau anstrengend. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Auf jeden Fall ein paar. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist nämlich jetzt auch schon ein Ende, weil wir haben jetzt das Ende, meine ich. Weil ich habe jetzt keine Schule mehr. Und ja, das war ja ein Schulvlog. Deswegen gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt, wie ihr diese Art Videos findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.